Die FPÖ-Politikerin Kornelia Michalke hat nach der Bestätigung des Vorstands und auch des Führungsgremiums der Vorarlberger FPÖ nachgezählt, es seien, ich glaube, es waren nur 3 Frauen bei 18 Vorstandsmitgliedern. Hat die Vorarlberger FPÖ ein Frauenproblem? Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin ja angetreten, um die Vorarlberger FPÖ nicht nur inhaltlich breit aufzustellen, sondern auch personell zu schauen, dass wir mehr in die Breite gehen. Wir haben jetzt eine Dame mehr als letztes Mal im Vorstand. Mein großes Ziel ist es, die Partei zu verbreitern. Das haben wir bei den Stellvertretern so gemacht. Die FPÖ Vorarlberg besteht ja nicht nur aus dem Christoph Pitschi, Daniel Allgäuer oder Dieter Ecker. Da gibt es viele Persönlichkeiten und ich bin froh, dass diese Entwicklung in die Breite auch gut funktioniert.